Modelle sind sehr vielfältig einsetzbar und begegnen uns an den unterschiedlichsten Orten. Man braucht Modelle, um Dinge oder Häuser zu entwerfen, als Arbeitsinstrumente. Andere Modelle werden nur hergestellt, damit sie Sammler kaufen und besitzen können. Und nochmals andere Modelle helfen dabei, Gedanken zu klären oder dienen als Diskussionsgrundlage zwischen Interessengruppen, weil man anhand des Modells eben genau sagen kann, worum es geht oder auf was auch nicht gehen soll. Wir zeigen in dieser Ausstellung Modelle von heute. Und ein prominentes Beispiel sind die Arbeitsmodelle für einen Eisenbahnzug, der in 3 Jahren, 2019, durch den Gotthard-Basistunnel fahren soll. Anhand der Modelle kann man nachvollziehen, wie die Form des Zugkopfes gefunden wurde und wie auch im 1:1-Maßstab ein ganzes Interieur eines Eisenbahnwaggons getestet wurde, zum Beispiel auf die Frage hin, mit welchen Lichtstimmungen man tags oder nachts fahren will. Modelle sind auch deshalb faszinierend, weil sie meistens kleiner sind als die Wirklichkeit, auf die sie sich beziehen. Sie geben mir also einen Überblick, etwas wird handlicher, weil es so klein ist. Deshalb interessieren sich viele Sammler für Kopien von Dingen, von Häusern oder auch von Eisenbahnen oder von Flugzeugen, weil sie in Modellform bei sich zu Hause verfügbar haben können und sich nicht durch die Welt bewegen müssen oder auch Dinge haben können, die vielleicht auch gar nicht mehr existieren. Im zweiten Raum der Ausstellung geht es um Modelle, die beim Denken helfen, die Dingen eine Form geben, wie Ideen, Vorschläge, Theorien, die keine Form haben, aber als Modell dann wie verhandelbar werden, um Gedanken auch zu klären, zu präziseren Vorstellungen zu kommen. In die Ausstellung integriert ist eine Modellbauwerkstatt. Da kann man entweder mit Lego oder mit Kappler-Holzplättchen die Erfahrung nachvollziehen, wie wichtig es eben ist, welches Material man wählt, um etwas bauen zu können und auch die Grenzen zu testen, was dann auch nicht mehr baubar ist im Modell. Thank you.